Schaaf hat in Bremen Legendenstatus. 1972 fing er als Jugendspieler bei den Hanseaten und blieb dem Club bis 2013 in verschiedenen Funktionen erhalten, zuletzt als Cheftrainer des Bundesliga-Teams. Über 40 Jahre lang war Schaaf Zeit bei Werder. Folgt nun Rückkehr. Bis Ende April sollen Beratungen über prominente Personalie laut Sportchef Frank Baumann zu einem Ergebnis führen, wie der Ex-Nationalspieler der Bild-Zeitung erklärte. Irgendwann muss ja eine Entscheidung fallen, und ich glaube, es macht Sinn, sie 2 Monate vor Amtsbeginn zu treffen. Anführungszeichen. Schaaf könnte sich laut des Berichts vor allem im Bereich der Clubphilosophie, bei der Ausbildung und im Mentoring einbringen. Bartels ein Gesicht der Mannschaft. Weiter ist Werder mit Bartels. Wir möchten damit ein Zeichen setzen. Finn ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, der auch in Zukunft ein Gesicht der Mannschaft sein soll, sagte Baumann. Bartels wechselte im Jahr 2014 vom FC St. Pauli an Weser und erzielte in 104 Bundesliga-Partien bislang 22 Treffer. Aktuell erholt er sich von einem Achillessehnenriss und wird voraussichtlich erst in der Saison 2018/2019 für Werder wieder auf dem Platz stehen. Video: Vorsicht, Leipzig. Inter Mailand jagt RB-Trio um Forsberg.